Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zum nächsten Update zu den ausgesäten Feigenbäumen. Und ihr wisst, im letzten Video habe ich sie ja hier in diese großen 5-Liter-Container eingepflanzt. Und wie ich gesagt habe, die werden jetzt richtig kräftig anfangen zu wachsen. Und das sehen wir hier. Ihr seht, richtig schöne, tolle, große Pflanze geworden. Die wird jetzt sich richtig schön im Topf einwurzeln. Selbstverständlich die anderen auch. Und sobald das dann passiert ist, dass sie sich den neuen Wurzelraum so richtig erobert hat, werden die richtig abschießen. Wie Unkraut, hätte ich jetzt fast gesagt, aber so wird es dann auch wahrscheinlich kommen. Das heißt, im nächsten Update werden die mindestens 10, wenn nicht sogar 20 Zentimeter deutlich größer sein, als wir sie jetzt hier vor uns sehen. Interessant ist auch, wenn wir uns, ja, das ist ein kleines Unkräutchen, das kommt weg, aber wenn wir uns jetzt einfach mal diesen Original-Aussaat-Topf anschauen, dann sind hier immer noch kleine Pflänzchen zu erkennen. Das heißt, da sind immer noch Samen, die, obwohl es echt schon viele, 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 viele Monate her ist, am Keimen sind. Aktuell sind das 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, die am Keimen sind oder kurz nach der Keimung waren, und andere zahlreiche kleine Pflanzen, die schon ein bisschen unterschiedliche Größe haben, einfach weil die immer mal wieder keimen und dann wachsen und wachsen und wachsen. Und ihr seht, was daraus entstehen kann. Ich bin echt gespannt. Also ich bin fast der Meinung, dass wir mit Sicherheit immer noch auch knapp Ende des Jahres hier immer wieder Sämlinge entdecken werden. Und das ist doch eigentlich eine ziemlich coole und interessante Tatsache oder ein ziemlich coole Erkenntnis bezüglich Feigen, wie hoch der Überlebenswillen bei diesen Pflanzen doch ist. Und um noch mal so eine große, schöne Pflanze genauer anzuschauen, ihr seht ja, wie toll die hier wächst und wie problemlos das ist, wenn es einmal funktioniert hat. Ich bin wirklich auch gespannt, inwieweit diese Pflanzen eine gewisse Winterhärte haben. Ich habe noch so eine leise Vermutung, dass bei diesen Sorten, die man aus Samen zieht, die Winterhärte eventuell ganz, ganz gering ist. Muss man aber ausprobieren und austesten. Ihr seht ja, ich habe mehrere Pflanzen hier. Upsala. Und vermutlich werde ich es dann auch mit einem Steckling versuchen, einfach mal um zu gucken, wie winterhart die sind. Oder auch mit einer Pflanze, die ich jetzt hier aus Samen gezogen habe. Im Prinzip habe ich ja eine ausreichende Menge an Feigenpflänzchen. Und dann wird es eine spannende Sache. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt oder ihr auch schon Feigen selber ausgesät habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, empfiehlt ihn weiter. Und die Feigen-Community ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen viel kommentieren und Meinungen, Erfahrungen austauschen. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.